Hallo und herzlich willkommen zurück zu New Cycle. Ich wollte gerade Offcam alles fixen, wie versprochen in der letzten Folge. Und hier kommt aber eine Nachricht. So, Info zu dieser Folge aber, hier wird es einige Tipps und Tricks geben. Zu den Fließbändern und so weiter, zu den Gebäuden, beziehungsweise was ich generell rate, bevor ein komplettes Tutorial irgendwann kommt. Von daher, auch wenn ihr am Gameplay nicht interessiert seid, dranbleiben. Nach den Dialogen wird es ein bisschen was an Tipps geben. So, los geht's. Ein grauenhaftes Schicksal vom Volk. Ein grauenhaftes Schicksal. Chief, wir glauben, wir sind am Ende angelangt. All unsere Messungen, all die Arbeit, all die Ergebnisse, die wir wieder und wieder geprüft und nachgeprüft haben. Wir wissen sicher, dass wir keinen Fehler gemacht haben, wenn wir auch wünschten, es wäre anders. Wir haben bereits erste Werte gemessen, die wir für mindestens weitere 100 Jahre nicht erwartet hätten. Das ist der Beweis, dass sich ein katastrophales Ende auf uns zubewegt, direkt vor unseren Augen. Dürre oder die Zerstörung der Atmosphäre sind nicht mehr Probleme von hoher Priorität. Auch wenn wir es mit bloßem Auge nicht sehen können, werden die Sonnenstrahlen allem Leben auf der Oberfläche tödlichen Schaden zufügen. Noch bevor andere Faktoren eine Rolle spielen. Wir wissen, wie der Vorgang abläuft, doch wir besitzen nicht die Technologie, um ihn zu messen. Unsere Beobachtungen von Spezies, die diesen Effekt stärker ausgeliefert sind, zeigen, dass wir bei dieser sich rapide verdünnenden Atmosphäre noch maximal 5 bis 10 Jahre an der Oberfläche bleiben können. Selbst in diesem Zeitraum kann es zu schädlichen Auswirkungen kommen. Doch ganz egal, wir müssen tun, was wir können, um diesen geräuschlosen Tod zu vermeiden. Wir müssen uns ganz auf die Vorbereitung eines Bunkers konzentrieren. Oha, treffen Sie die Vorbereitung für Krisen in den kommenden Jahren und stellen Sie sicher, dass der Bunker konsequent wächst und so viele Menschen aufnehmen kann wie möglich. Oh, ich habe befürchtet, dass das kommt. Naja, wir sind noch nicht auf der höchsten Tech-Stufe mit allen Gebäuden. Jetzt müssen wir schauen, wie wir da weiter vorgehen. Okay, so. Scheint keinen anderen Weg zu geben. Noch 5 bis 10 Jahre, das bedeutet, ein Zyklus, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tage ein Jahr waren, muss ich nochmal nachschlagen, also viel Zeit haben wir nicht mehr. So Leute, was machen wir jetzt? Problem. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich habe jetzt auf extrem langsam gestellt, damit man weiterspielen kann. So, wir sollen möglichst viel für den Bunker tun. Wir sind technologiemäßig fast am Ende. Fließbandgeeignete Hochöfen, also tiefe Minen fehlen uns noch, Verbrennungsmotoren und mehrschichtige Produktionsstraßen. Und das hier brauchen, ja, tiefe Minen weiß ich nicht, ob wir das überhaupt noch brauchen. Dieselgenerator brauchen wir wahrscheinlich auch für den Bunker, ne? Das Problem ist, uns fehlt Stahl. Ich habe jetzt Offcam noch einen Steinbruch gebaut, habe die Arbeiter hier wieder zugewiesen, da haben ein paar gefehlt. Dieses Gebäude war gar nicht mehr aktiv, weil hier ein Spezialist gefehlt hat und dann läuft das Gebäude gar nicht mehr, wird nichts produziert. Nur eine Erdölraffinerie. Ich musste noch zwei Schmelzhütten bauen, einmal für Kupferbarren, einmal für Eisenbarren. So, und jetzt fehlt uns aber Stahl und das geht auch wieder Richtung Eisenbarren, Kohle und Lehm. Lehm habe ich zudem auch wieder hinzugebaut. Wo war das? Lasst mich kurz schauen. Hier unten, da ist es. So, und hier könnten wir noch wählen, was wir daraus machen möchten, wenn überhaupt. Wir könnten hier Ziegelsteine wählen, könnten die zwei noch abbauen. Kostet allerdings wieder Strom, ne? Aber macht nichts. Das machen wir schnell und dann müssen wir uns einen Plan machen, wie wir das Ganze weiterführen, denn wir haben, ja, Problem. Logischerweise. So, ist der Eingang auch weiter oben? Ja. Ist alles cool gemacht, dass das auf dieser Höhe ist. So. Sieht keiner. Sieht relativ gut aus. Habe ich auf die Seite gestellt, weil hier links kein Platz mehr war. Hier hat sich ein bisschen was an Platz ergeben, weil ich ja die Gebäude ersetzt habe, aber ja. Zement. Wie sieht es da eigentlich aus? Ah, die habe ich auch abgerissen, weil ich das jetzt hier mache und zwar deutlich effizienter. Allerdings 29 pro Tag ist jetzt auch nicht viel. So, und wenn wir Mangel an Stahl haben, müssen wir danach liegen. Also würde ich noch zwei Metallwerke bauen.
Und dann müssen wir gucken, was weiterhin an anderen Materialien fehlt. Ich glaube, die Tech-3-Variante ist dann... So, Gießerei mit schweren Maschinenbetten und gewaltigen Schmelzöfen. So, das müssten wir eigentlich auch alles machen. Ne? Metallverarbeitung auch, aber das braucht auch wieder Stahl. Also ihr seht, das hier wäre die Tech-3-Variante, aber die kostet halt sehr viel. Haben wir im Moment nicht. Das heißt, wir müssen uns so behelfen. So, bauen jetzt und dann lasse ich weiter schnell laufen. Ein bisschen schneller. Arbeiter noch einmal überall checken. Außerdem, ja, ich habe gesagt, es geht mit, direkt mit Tipps und Tricks weiter, ne? Also ich würde von Anfang an sagen, schaut, dass ihr so viel wie möglich an Wasser, an Brunnen habt, pro Ressourcenknoten. Dann geht möglichst auf Fleisch. Zieht eure Technologie so schnell wie möglich nach oben, wenn ihr neue Gebäude habt und neue Technologien. Wartet nicht zu lange wie ich damit und versucht, hier dauernd über die Übersicht alles auszutarieren. Manchmal kommt ihr nicht drum herum, aber mittlerweile, wenn ich mal das Spiel so im Nachhinein betrachte, was ich hätte besser machen können. Deutlich schnelleres Bauen, sogar mit weniger Lager und ja, schneller auf die Technologien reagieren und die schnell ausbauen und einfach nicht sparen mit der Energie und immer schnell die Kohlegeneratoren hochzüchten. Oder auch auf der Weltkarte die Wachtürme hochziehen, damit wir mehr Migration haben, mehr Leute schnell bekommen. Ne, sobald uns die Arbeiter überall fehlen. Wäre besser gewesen, also alles so weit wie möglich schnell produzieren, in hohem Maße, wenn es geht. Natürlich nicht zu krass, denn sonst fehlen uns die Arbeiter an anderer Stelle. Aber dort, wo es notwendig ist, ihr habt eine neue Technologie, direkt erforschen, direkt bauen. Und direkt umschwenken. Zum Beispiel hier. Ich hatte ja hier sehr viele Kräuterfelder. Und die produzieren ja im Winter nichts. Ne? Das ist gar nichts, was die... Also, das heißt, gar nichts im Vergleich zu diesen Gewächshäusern. Weil die können auch durch den Winter produzieren. Haben auch noch eine höhere Produktion an sich schon. Und brauchen nur 2 Arbeiter anstatt 4. Ja? Und verbrauchen die gleichen Ressourcen. Bedeutet... Ich hätte viel früher von diesen ganzen Gemüsefeldern alles zum Gewächshaus hin wechseln müssen, was ich nicht getan hatte. Hätte uns einiges an Zeit gespart und diese Austariererei über diesen Screen, denn dann hätte ich sowieso schon mehr produziert und das mit weniger Arbeitern. Diese Arbeiter hätten in andere Gebäude reingekonnt und so weiter und so fort. Ihr seht, wo das hinführt. Das löst eine große Kaskade aus, die ja von der ihr nur profitieren können. Von daher so früh wie möglich neue Technologien so schnell wie möglich einsetzen. Hier fehlt ein Spezialist. Sonst wird hier kein Zement. Ist die gerade gestorben oder wie? So, ich muss noch ein paar Spezialisten ausbilden und sehr viele. Training geht weiter. Okay. So, wir haben nämlich wieder einige Arbeiter, aber keine Handwerker. So, und hier brauche ich dann auch 3 Spezialisten. Das dürfen wir nicht vernachlässigen. So, 2 Metallwerke sind gleich fertig. Wir versuchen mal vollends auf Stahl zu gehen, um da schnell nachsteuern zu können. Und da fehlt uns wieder ein Handwerker. Ihr seht, Ausbildung auch sehr wichtig und damit auch Holz und Papier. Das muss immer en masse vorhanden sein, genau deshalb. So, wir kämpfen im Prinzip jetzt ums Überleben unserer Leute so schnell wie möglich und versuchen alles zu pushen. Ich bin sogar dazu verleitet zu sagen, worunter fällt das? Unterkunft mit Sicherheit nicht. Versorgung. Technisches Ausbildungslager. Berufliches Ausbildungslager. Was kostet der Spaß? Glas und Draht, Ziegelstein, Eil. Davon haben wir genug. Stelle ich jetzt noch 2 hin. So. Das lassen wir so stehen, denn ich muss in der Lage sein, schnelle Leute auszubilden. So, hier würde ich noch 3 ausbilden und dann reicht das erstmal. Und natürlich hier, wo war's? Hier wollte ich noch Eisenbahnen haben. Haben wir nämlich auch zu wenig. So, weil wir jetzt ja von allem immer mehr produzieren. Irgendwo hatte noch ein Handwerker gefehlt. Wo war das gerade? Ah, hier. So, direkt schon wieder vergessen. Ja, und später auch, wenn ihr diese großen Wasserpumpen habt.
guckt nach den Ressourcenknoten, wo welche Ressource im Winter, wenn ein normaler Brunnen nichts mehr fördern kann, wie viel da übrig ist von der Ressource. Na, hier steht sie ja immer. Und wenn das genug ist, dann könnt ihr das Upgrade auf eine höhere Stufe fahren. Vorher lohnt sich es eigentlich nicht. Ja, wenn die nämlich so eine Pumpe aus einem Kleinwasservorkommen alles schon Frühling leer zieht und dann trotzdem Strom verbraucht, ich glaube nicht, dass das dann abgezogen wird, solange das Gebäude nichts mehr fördern kann. Ist das halt rausgeschmissene Elektrizität. Und das muss nicht unbedingt sein. So, und hier könnten wir dann auch ein bisschen was an Leuten einsetzen. Die Überproduktion, falls welche stattfindet, geht dann. 8x4. Ja. Ja, überproduzieren geht dann ins globale Lager, der Rest wird als Ziegelstein ins Lager gehen. Und wenn die Ziegelsteine erreicht sind, die maximale Menge, dann hört er sowieso auf. Und der Rest geht in Lehm. Was haben wir denn an Lager für Ziegelsteine? Schauen wir mal kurz. Komm, da reichen auch 1600 und dann ist gut. Dann haben wir das schneller erreicht. Hier fehlt auch jemand. Okay, Trainingslager wieder ein bisschen schneller laufen lassen. Die drei Handwerker sind auch gleich wieder ausgebildet. So, ich hätte hier gerne... Oh, dann haben wir nur noch 9 Arbeiter, aber ist halt so, ne? So, wir brauchen die Leute. Okay, hier rein. Ich mache nämlich jetzt mal die Minen hier voll. So, Zinnerz auch. Alles ein bisschen höher in der Produktion. Das hier könnte ich mir eigentlich auch sparen. 29 und 12 mit 3 Arbeitern. Wir gucken mal kurz. Ist halt auch Arbeitsverschwendung, ne? Je nachdem. Das ist die Fleisch. So, 29 und 12 mit 3. 21 für beides wahrscheinlich. Nehme ich mal an, oder? Ne, der macht kein Fell, obwohl hier Fell steht. Ich denke mal, beides gleich. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da müsste der Tooltip besser. Ansonsten wäre ich dazu geneigt, gut, hier brauchen wir Wasser und Getreide. Ne, die Diskussion ist raus. Das Fleischlager bleibt da oben mit 4 Leuten. Egal, mit 3 Leuten, so. Wir gucken trotzdem kurz auf die Bilanz jetzt. Getreide, Gemüse. Gemüse geht hoch. Trotzdem, da war vorher weniger. Getreide müssen wir nachsteuern. Eisenbarren müssen wir nachsteuern. Milchprodukte. Finde ich jetzt nicht so wichtig. Arbeitskleidung geht ein bisschen runter. Mache ich mir jetzt auch noch keine Gedanken drum. Maschinen geht hoch. Ja, ansonsten liegen wir eigentlich gut im Schnitt und Wasser haben wir deutlich aufgeholt. So, auch dadurch, dass wir leider den Leuten das Wasser ein bisschen abgedreht haben und doppelte zu weniger Ration. Das war notwendig, sonst hätten wir das Ganze nicht mehr machen können. Und hier, Produktion hätte ich gerne, wo ist denn der Bauernhof? Da keine andere Variante für eigentlich. So, bauen wir hier noch einen hin. Damit hier Getreide produziert wird. Bauernhof begonnen, das ist abgeschlossen. Okay, jetzt kann ich schneller reagieren, wenn irgendwas ist. So, dann gucken wir, ich mache wieder kurz langsam und wir gehen nochmal durch. Wo denn hier Leute fehlen. Schön wäre es, wenn das einfach mit Rot oder mit Gelb markiert ist. Gelb, dass man direkt dass es ins Auge fällt und sagt, hier fehlt, ist nicht voll besetzt. Wir könnten auch einfach in die Übersichtskarten gehen, aber so irgendwo hat nämlich jemand gefehlt und ich weiß nicht mehr wo. So schnell geht das. Hier könnte man noch einen Spezialisten einsetzen, wie ihr seht. So. Und generell, damit man das besser sehen kann, ich hätte die ganzen Grundressourcen nicht so hoch einstellen dürfen. Anfangs war das für mich eine gute Idee, allerdings stellt sich heraus, man kriegt viel später mit, danach gesteuert werden muss. Ihr versteht, was ich meine. Konserve, Holz. 10.000 ist auch heavy, ne? Ah, 2.000. Eisenbarren hier. So, da reicht auch locker 4.500, komm, das reicht. Mahlzeit ist auch voll. Baumstämme hätten wir auch weniger lassen können. Hier, das passt schon mit Alkohol angemessen. So, ein bisschen was umgestellt. Dann können andere Materialien vielleicht ein bisschen rein. Ansonsten lassen wir das Ganze wieder ein bisschen schneller laufen. Und hier
Nicht vergessen, Arbeiter einsetzen jetzt gleich. Hier müssen wir mal gucken, dass genug Leute da sind. Falls Leute sterben, dass wir genug von jeder Arbeitsgruppe haben. Würde ich hier nochmal 3 nachsteuern und hier 2. Hätte ich auch in einem anderen Gebäude machen können, naja. So, hier wieder 4 Leute einsetzen und schon haben wir nur noch 6. Es ist relativ ausgeglichen. Ihr seht, die Zahlen schwinden sehr schnell. Und hier macht es keinen Unterschied, ob ich da einen mehr oder weniger einsetze. Nur die Zeit ein bisschen wahrscheinlich. Auch nicht. Na egal. So. Fast jedes Gebäude, das wichtig ist, ist jetzt voll besetzt. Wenn ich das genau sehe. Stimmt das? Hier könnte man, ja, damit das am Laufen bleibt und nicht vergammelt. Ihr wisst ja, das hat mal wieder den Malus. Oder wie ich es in einer anderen Folge genannt habe, negative Boni. Was keinen Sinn ergibt. Negative Boni ist schon cool. Das muss man einfach eingestehen, oder? So, wir gucken jetzt mal Entwicklungsbaum. So, wir haben... Oh, das bisschen schnell laufen lassen hat schon einiges gebracht. Mine Tech 3 mit den Grundressourcen sind wir im Moment gut bedient. Also ich würde auf den Dieselgenerator oder... Nee, Fabrik. Ja, komm. Fabrik. So, und diese Werke, zum Beispiel Stahl und so weiter und so fort, könnten wir jetzt alles, wir sagten ja, habe eben gerade gepredigt, aufrüsten. So. Vor allen Dingen, wir schauen mal, was wir als erstes ausrüsten müssten, um hier schnell vorwärts zu kommen. Ja, das Tutorial zeigt er jedes Mal an, das ist noch ein Bug. So, Level 1. Was hätten wir denn da, wenn ich zum Beispiel auf Wasser gehe? Wir haben minus 25 Essen, das ist schon mal ein Problem. Also Nahrung. Müssen wir 25 erreichen. Effekt plus 25, plus 35, plus 10. Das wäre das Beste. Zement, Lehm, Sand, Holz. Warum braucht das mehr? Produktion ein bisschen geringer, aber braucht mehr Wasser. Das ist seine Vor- und Nachteile, ne? Schwierig zu entscheiden. Ich würde die Pilzhöhlen nehmen. Kostet Stahl und so weiter, aber warum eine Pilzhöhle auch immer Stahl braucht, könnte man auch anders stützen. Egal. Wir wählen das, aber wie wir sehen, das gute Zeug immer Stahl, Zement, Holz, Draht, Stahl, Zement, Holz, Draht, Sand. Ja, das sollten wir eigentlich jetzt in genügenden Mengen produzieren. Und ist da was? Hier sind 8 und 2 eingesetzt. Die Frage ist jetzt halt, wenn ich das upgrade, muss es wahrscheinlich irgendwo an Fließband, ne? Alles kreuz und quer. Komm, wir riskieren es mal und schauen, was passiert. Maschinen. Das ist das nächste Problem, ne? Maschinen haben wir halt eine pro Tag. Das ist deutlich zu wenig. Produktion. Allgemeine, kann man die upgraden? Nee. Allgemeine Werkstatt. So. Jetzt warten wir, bis das wieder fertiggestellt ist. Und rüsten dann auf, nach Möglichkeit. Aber macht das nicht auf Kotzen und Brechen, ne? Wenn ich jetzt sage, geht da schnellstmöglich drauf. Ihr müsst natürlich trotzdem aufpassen, ob dafür alle Gegebenheiten, ja, gegeben sind. Alle Voraussetzungen gegeben sind, damit ihr das überhaupt machen könnt. Weil, wie gesagt, wenn ihr auf ein Gebäude aufrüstet, das Förderbänder braucht, damit die Effizienz oben ist oder ihr keinen Malus drauf bekommt, dann macht es keinen Sinn, das abzugraden, wenn ihr dafür nicht sorgen könnt. Und letztendlich habt ihr dann Ressourcen ausgegeben, erstmal, und weniger Effizienz als vorher. Kann man aber vorher auch nicht immer planen, man weiß es ja vorher gar nicht. Aber ja, irgendwann kennt man die Gebäude wahrscheinlich und dann kann man da besser drauf achten. Aber generell lohnt sich das. Hat man jetzt gesehen in dem Let's Play hier. Okay. So, allgemeine Werkstatt abgeschlossen. Bau von, okay. Hier hatten wir Stahl. Jetzt vergleichen wir nochmal. Hier sind es 8 und 2. Jetzt sind es 6, 8 ja, und 2 mehr. Bin ich aber mal gespannt, ob die Effizienz erhöht ist oder ob die... So, seht ihr? Effizienz ist jetzt herabgesenkt. Weil die Kohle, weil kein Lehm und weil keine Eisenwachen per Förderband kommen.
Ansonsten ist es wahrscheinlich viel, viel höher. Das Problem? Hier haben wir keine Kohle direkt, um das zu versorgen. Wir hätten hier nur Eisenbarren und Lehm, was wir hier mit Fördermännern relativ einfach, ne, und die Betonung liegt auf relativ einfach, transportieren könnten. Und das kostet natürlich wieder Ressourcen. Und da wir vorher nicht wussten, wie das alles kommen wird, wird das jetzt auch sehr seltsam aussehen und sehr wirr werden, wenn wir hier alles kurz und quer legen. Ich weiß auch nicht, ob das in diesem Stadium eine gute Idee ist. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Eine Lehmgrube haben wir hier oben. Das heißt, ich müsste jetzt, und wir probieren einfach mal und gucken, was das kosten würde. Können wir hier, wie mit Faktorielogik und so, einfach einen Bandtrenner auch drauflegen? Ah, er erklärt sogar. Wenn du die Tab-Taste drückst, kannst du zwischen... Ja gut, das wissen wir. Mit Umschalt, welche Objekte den Ausgang des Trenners passieren können. Oha, das müssen wir erstmal lernen, ohne zu lesen. So. Ich drücke mal Tab. Kann ich den direkt so noch mit einbinden oder... Ne, kann ich nicht. So, mit Shift. So, dann kann ich drehen. Das ist schon mal gut. So, hier ist Eingang und das ist Ausgang. Nehme ich mal an. So, wir versuchen das Ganze jetzt mal. Abreißen. Stehen auf die richtige Höhe gebaut, ich hoffe doch. Vielleicht war das aber auch schon blöd platziert, denn... Ja, hätte man besser machen können, ne? Bandtrenner. Eingang hier. Ausgang da. UPID und UPID da. Dann das Fließband, keine Schiene. Dann stellen wir das wieder so hin und verbinden das. Jawohl. Und dann können wir hier weiter. Jetzt schauen wir mal, was das kosten würde, wenn wir hier die ganze Strecke hier rüber gehen. Und er meckert hier, er kann nicht bauen. Warum ist das so? Warum kannst du hier nicht bauen, mein Freund? So, wir würden erstmal hier anschließen, ne? Sonst habe ich das vergessen. Aber hier der Pfosten... Hä, was steht denn hier im Weg, bitte? Hä, was zum... Ach, weil es so abfällt, oder wie? Nee, das glaube ich nicht. Ich auf 71,5 gehe, wie das hier eingestellt war. So. Wie sieht's denn aus, wenn ich... Nee. Okay, ich darf das nur so. Warum auch immer. So, 25... Ah, immer so ein... Ah, es gibt Maximallänge für Abschnitte. Schaut, wie das aussieht. Es kostet halt Stahl und Kabel ohne Ende, ne? Also wir sehen, das hier hätte sich nicht gelohnt. Wir brauchen so viel Förderbänder, wenn wir das hier bauen. Wir hätten dafür Kohle gebraucht und Lehm oder Eisenbarren. Das heißt, es muss in einer dieser, ja, Nähen liegen. Oder man würde die Kohle generell von den Kraftwerken später über ein ausgeklügeltes, vorher schon geplantes Förderbandsystem auf der Karte so planen, dass das überall durchläuft, dass das überall auch anständig ankommt. Aber bis wir damit alles fertig sind, ist, glaube ich, schon der Zeitpunkt gekommen, wo wir Probleme haben. Ach, egal, wir machen es nichtsdestotrotz, komm. Was soll der Geiz, wir probieren es einfach. Wenn wir verkacken, ist es eure Schuld. Haha. Mach's mal einfach mal einfach. Ich sage einfach, der Zuschauer möchte. Ist nicht mein Bier, was da geschieht. So, natürlich ist es auch auf der falschen Seite. Ihr seht, all diese Fehler, die ich jetzt mache, die macht ihr dann bitte nicht. Ihr lernt daraus. So, nehmt aber auch was mit, ne? So, natürlich kann ich hier dann auch wieder nicht bauen. Okay, wir probieren es hier. Hier geht's. Hier wird das Schönbauen halt dann schon ziemlich nervig, weil ihr seht schon. Dafür müsste man mehr Zeit einsetzen, aber und auch noch die falsche Ecke gewählt. Aber ich möchte euch jetzt hier nicht euch langweilen mit alles schön bauen, weil es hier schnell gehen muss jetzt.
So, du bekommst jetzt gleich, das dauert natürlich, bis die Ressourcen hier angekommen sind, wenn der Trenner dann Eingangsanschluss lehm. Ausgang. Wie diesen Anschluss passieren können. Ah, hier kann ich noch... Okay, hier kann ich mehrere Sachen reinkommen lassen oder wie. Und Anschluss 2, da darf auch... Schaut mal, 147. Geht eigentlich noch, aber naja. Nicht so super effizient. So, kommt dann hier an, dann kriegen wir unsere Boni auch. Das wird erst passieren, wenn es hier ankommt. Und ihr seht, die größte Effizienz bekommen wir halt durch Eisenbarren und Kohle. Lehm war jetzt nicht so effizient. Aber naja, Kohle ist halt auch ein langer Weg. Müsste ich alles hier vorbeibringen und dann ja mit den ganzen Belt Separatoren, Verteilern müsste ich das dann entsprechend erstmal machen. So, und hierfür brauchst du die Tech 3 Gebäude. Das heißt, diese Gebäude müssen auch wieder verbunden werden. Hier haben wir ja auch, ihr seht. Eisenerzversorgung, Förderband, Minus. So, und das geht alles erst, wenn die Sachen erforscht sind. Oder kann ich hier schon... Ne, hier gab es auch keinen Ausgang. Wir gucken nochmal. Yep, hier ist Eingang. Ja. Wir liegen im Zeitplan zurück. Ich guck mal kurz, Moment. New Cycle, Tage, ja. Ich weiß nicht, wie viel ein Jahr sind. Ich hab's noch irgendwann gesagt gehabt, weil ich es nachgeschlagen hatte. Ich hab's wirklich vergessen. Verbrennungsmotoren, Dieselgenerator. Ja. Jetzt bin ich aber überfragt, was die Verbrennungsmotoren machen. Dieselgenerator hier gut Strom, oder? Tiefe Minen. Und hier seht ihr, haben wir jetzt schon ein Problem mit Papier. Eigentlich müssten wir jetzt Leute für Papier einsetzen. Wir haben nicht genug Leute. Wenn man das nicht genug nennen kann. Techstufe jetzt überall höher ist, haben wir wahrscheinlich in manchen Gebäuden wieder weniger Arbeiter und haben dann an anderer Stelle mehr zur Verfügung. Ist halt wieder ein Problem, ne? Und da fängt es dann doch wieder an, ne? Entgegen der Aussage, die ich gemacht habe, ihr müsst dann wieder entsprechend gegensteuern, wo wie viele Leute arbeiten. Es zieht sich durch, der Rattenschwanz. So. Technologiebaum, komm. Verbrennungsmotoren, Forschung beginnt. Und ansonsten müssen wir jetzt gucken, dass wir irgendwie schnell an Papier kommen. Sind hier denn... Ja, hier können wir noch deutsche Produktion steigern. Indem wir mehr Leute einsetzen. Aber jetzt haben wir keine mehr. Wohnungen, 70%. Müssen wir deutlich mehr Gebäude bauen. Wie das ausschaut. Haben wir auch zu wenig. Kostet auch wieder Strom. So, müssen wir hier mal nachrüsten. Das werden wir auch tun. Und die bekommen alle mal ein Upgrade. Ich würde mir wünschen, dass es hierfür einen Shortcut gibt. Mit dem man dann einfach klicken kann. Klack, 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 klack. So wie ihr es aus Anno oder so kennt. Was der sich alles wünscht, ne? Draht, Glas... Ja, Glas und Ziegelstein leiden jetzt halt ein bisschen unter der Aktion hier. So, wir brauchen mehr Arbeitskräfte, um an der Oberfläche schneller zu produzieren, um die Bunkersachen für die Leute ja, fertigzustellen, wenn man es so nennen kann. So, uns fehlt es im Bunker generell an Wasser und Produktion. So, das nächste ist wieder Wasser. Regenbecken. Plus 1. Hat keine vielen, also nicht zu viele negative Effekte, also nehme ich das. Dann Produktion. Wozu ist die wichtig? Wir brauchen Energie. So, viel Plus, wenig Minus. Ja, wobei. Elektrizität 25, Nahrung, gut, hier plus 2 sogar, Kompostverarbeitungsgenerator, okay. Der ist aber auch teuer in den Maschinen und wir haben nicht viele, also. Ich gehe jetzt erstmal auf die günstigen Sachen.
So, vieles. Hier den Sektor. Oh, der Sektor kostet auch sehr viel Stahl, verdammt. So, ein paar Kinder wurden zu erwachsen. Uns fehlen Arbeiter. Der Händler, der bringt immer noch nichts wirklich Sinnvolles mit, was uns voranbringen würde. Sehr gut. Nicht. So, eine Gruppe von Reisenden. So ist das schön. Annehmen. Zack. Jetzt haben wir wieder ein paar Leute mehr. Hier ging gerade die Moral runter. Warum ist das so? Kleidung. Ah, müssten wir sogar noch mehr Kleidung herstellen. Ist sowieso schon zu wenig, ne? So, hier nächstes Problem. Produktion von Kleidung. Bräuchten wir ein drittes Gebäude? Produktion. Wie heißt denn der Spaß? Schneider. Hätte ich auch drauf kommen können. Das unter Versorgung oder? Ne, Produktion muss das sein. Hier, Schneider ist noch Tech 1 Gebäude. Gibt es kein Tech 2 von? Wundert mich. So, hier die staubige Straße ein bisschen schneller laufen lassen. So, mindestens 125. Uiuiuiui. Kann ja was werden. So, und es wird auch immer wieder mal Stahl verbraucht. Problem ist halt, ja. Müsste das jetzt mal wirklich anschließen, damit ich die Effizienz bekomme. Was produziert denn das andere Gebäude? 18 und hier haben wir 8. Okay, wir gucken mal, was wir bekommen, wenn wir hier die Kupferbarren noch reinbekommen. Das machen wir jetzt. Kostet auch wieder Stahl, der ganze Spaß. Ah, jetzt geht's. So, ziehe ich einfach hier entlang. Ja, okay. Weg damit. Ist sowieso schon erschöpft, die Ader. Hierhin, dann Kurve. So. Relativ anständig. Wobei, Moment, Moment, Moment. Mein Gebäude steht doch hier, auf der anderen Seite. Ich war wieder blöd. Ich war wieder blöd. So, da müsste jetzt du. Immer wenn ich E drücke, wechselt ja auch die Position am Bildschirm. Das ist ätzend, aber nur bei E. Das ist nicht okay auf E. So, und hier kann ich dann. Jetzt müssen wir den auch zum ersten Mal einsetzen. So, Bandverbinder, ja, wird schon gehen. Per Rechtsklick brichst du den Bau der Fließbänder ab. Ja, das ist mir klar. Drehen, Umschalt, Tab. Ja, dasselbe schon wieder. Bandverbinder. Kann ich natürlich nicht in die bestehende Struktur einbinden. Das ist schade. Das stimmt mich ein bisschen traurig. So. Machen wir das so. Schauen wir hier auf ganz langsam. Weil uns fliegt die Zeit weg. Na, und hier kann ich nicht direkt verbinden. Das ist ja ätzend. Komm schon. So. Nicht dein Ernst, dass man das. Da muss noch ein bisschen was dran gemacht werden, dass das schöner gebaut werden kann. Einfacher. So. Jetzt muss ich gucken, wo was. Hier kommt Lehm, hier kommt Eisenbahnausgang. Geht das automatisch? Keine Materialien auf dem Band. Ja, die wirst du gleich haben. So. Bau von schnell abgeschlossen. Produktion. Zack, zack. Das gestorben wurde ersetzt. Sehr schön. Muss ich mich nicht drum kümmern. So, die Effizienz hier ist auch mies, wie gesagt. Hier ist deutlich höher. Schaut mal. Oh je. So, aber dieses Gebäude, mal gucken. 8. 18. Bin jetzt gespannt, wenn der zwei Materialien bekommt. Was ist denn hier los? Boah, bis da hinten hin gab es keine Materialien mehr. Das ist ja ätzend. So, mal gucken, wie der sich jetzt einstellt. 33. Ihr seht schon, alleine durch ein Fließband hat sich das jetzt schon gelohnt. 10 Arbeiter. Hier sind es 8, auch 10. Zack. Jetzt kommen nur Lehm dazu. Also man muss sich im Prinzip nur darum kümmern, dass die Hauptressource hier anständig verteilt wird, also angeschlossen ist.
dann lohnt sich das Gebäude schon. Okay. Komm, wird fertig. Dieselgenerator. Oh, Diesel geht uns auch aus, oder wie? Gut, den haben wir jetzt halt eingesetzt für die Forschung. Und Erdöl ist halt auch ziemlich rar und da haben wir uns ja alles zugebaut. Naja, ist halt unser zweiter Versuch, oder? Ja, nee, eigentlich unser erster. Das Safe Game war ja kaputt. Deswegen hatten wir ein neues angefangen, oder ich. Aber im Prinzip ist es immer noch der erste One überhaupt. Und dafür behaupte ich jetzt einfach mal, war es gar nicht so schlecht. Oder was sagt ihr? Super schlecht. Okay, dann ist das so. Hier habe ich gar kein Öl, hier habe ich zwei Adern. Nee, wenn ich so drehe, komme ich an die zwei Adern noch ran. So, komme ich hier? Nö, das hat auch keine Effizienz. Hier ist es auch mies. Hier ist schon zugebaut. Hier ist auch nichts. Okay. Ist halt so. Okay, und jetzt hat's, wenn... Bin ich mal gespannt, wenn das Leben auch noch da ist. Kommt der Winter. Ich hoffe nicht, dass das so war. Ja, gut. Boah, 40. 40, 22. Wir haben es verdoppelt. Wenn ich jetzt noch schnell hingehe, ich müsste jetzt hier auch nochmal trennen. Wo ist es denn? Ressourcen? Ach, Unterkunft. Ja, ich suche das immer woanders. Wir machen kurz wieder ganz langsam. Das probieren wir jetzt aus, ob das auch für zwei geht, ohne dass hier irgendwelche Einbußen zu befürchten sind. Bandtrenner ist es ja nicht wirklich, oder? Ja gut, in gewisser Weise schon. So, wir drehen es ein bisschen, dass es einfacher ist zu verbinden. Hier schließen wir an. Hier ist ein Ausgang. So, und der Rest geht direkt so weiter. Und, na. So, Upgrade. Maschinen. Okay, haben wir aber gleich. Und dann muss ich muss unbedingt, ach. Arbeiter und so weiter. Ich habe gerade irgendwie Schiss. 5 bis 10 Jahre. Das hier bringt's halt nicht, ne? Ich weiß nicht, wie hoch hier die Produktion sein müsste, dass denn noch mehr pro Tag gemacht kommt. Und hier fehlen auch noch Antriebe. Die sind auch zu langsam. Elektrowerkzeuge braucht Antriebe. Haben wir auch zu wenig. So, also es braucht Antriebe. Antriebe haben wir auch hier. Und die brauchen Kabel, Eisenbarren, Bronze. Komm, wir rüsten auch mal eins auf. Geht auch nicht. Okay. So, wir lassen erstmal. Ja, komm. Dann machen wir hier erst ein Upgrade. Jetzt geht der Rest nicht vorwärts. Das nehme ich ja anscheinend deutlich zu wenig. So, 20. Vielleicht haben wir 22. Hm. Leute. Also noch 5 weitere Winter. Ne, 4. Minimum, maximal 10. Und dann muss der Bunker... Ja, und hier gehen wir wieder, hier sterben mal wieder die Leute weg. Und die fehlen dann wieder und werden nicht überall ersetzt. Ah, verdammt. War das? War das? Teilverarbeitung. Habe ich das jetzt gebaut? Ja. Ach du Heiliger, ey. Okay, so, ja. Bin gerade ein bisschen am Rotieren, weil ich gucken muss, was ich wann, wie, wo mache. Wird schwierig. So, 5 Spezialisten ausbilden bitte und 5 Handwerker nachschieben. Wie sich das anhört, nachschieben. Human Resources, Ressource. Okay. Und wie ich sehe... Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, das alles neu zu bauen, ne? Ich habe halt... Ach, hier müssen wir überall die Tech-3-Gebäude bauen. Komm, wir gucken mal, was das wieder kostet. Industrielle Blabla. Maschinen, 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 Maschinen. Das heißt, bis ich hier alles nachgerüstet hätte,
haben wir ein Problem schon mit dem Bunker. Wir hätten schneller sein müssen, dann hätten wir mehr gebaut bekommen. Wir waren einfach zu langsam. Das ist unser erster One und wir und die Organisation oder der Aufbau der Gebäude und die Platzierung war mies. Das nächste Mal wissen wir es besser. Und hier haben wir halt von allem zu wenig im Moment. Fehlen Antriebe, es fehlen. Naja, ihr wisst schon. Muss ich nicht wiederholen. Ich würde aber trotzdem noch einmal eine allgemeine Werkstatt. Kann ich mal leisten, okay. Das machen wir noch zusammen. So, stell das hier hin. Dann gucken wir. Sobald das abgeschlossen ist, müssen wir hier nachsteuern. Können auch kurz wieder hier reinschauen. Ihr seht, Wasser geht wieder runter. Stark nach unten. Ich hoffe, es hat sich erneuert. Ne, natürlich nicht. Wir haben auch noch Dürre. Sehr gut, es läuft. Okay, Getreide geht auch nach unten. Früchte, gut, Getreide war klar wegen Winter. Ansonsten sieht es gar nicht so schlecht aus. So, von daher begonnen. Man ist abgeschlossen gleich. Hier wollten wir Antriebe machen, ne? So, hier Antriebe bitte. Wir schauen. Effizienz mies. Was Hauptressource wahrscheinlich wieder Eisenbahn, ne? Ja. So, Eisenbahn bekommst du aber jetzt von uns. Wo ist denn... Ach nee, ich habe das Gebäude andersrum gebaut. Na, super. Naja. So, hier anschließen. Ich mache das jetzt einfach zacki-zacki ohne viel Tam-Tam. Ausgang. Lehm und Eisen. Na? Hallo. So. Das war eine Geburt. So, auf zwei das gleiche. Okay. Dann müsste hier gleich die Effizienz bei beiden Gebäuden deutlich höher sein. Freue ich mich drauf. Allgemeine Werkstatt auch abgeschlossen. Hier auch nochmal Maschinen. Volle Kraft voraus. Wir brauchen alles, was wir irgendwie ja, produzieren können. Wir brauchen alles an Materialien. Hier muss es vorwärts gehen. Und dann hoffe ich, legen wir den Fokus jetzt auf den Bunker. Ich könnte hier, zumindest mal für die Baugeschwindigkeit, ein bisschen was abziehen, dass wir hier Puffer haben. So, und hier aber reihenweise bauen lassen. Hier wird noch gebaut. So, Energie, Energie, das müssen wir dann genug haben. Und hier muss der Sektor gebaut werden. Da müssen wir dann auch drauf achten. Und immer wieder gucken, an was fehlt es denn jetzt. Maximal Lagerkapazität und so weiter und so fort. Fleisch könnte man einen Haufen abziehen hier. Wo ich das nicht hier machen würde. Sondern ich würde tatsächlich wegen Wasser an allem unten einfach... So. Tschüssikowski ausschalten. Weil das nur einer ist, ne? Ansonsten könnte man auf der Weltkarte vielleicht noch Fleisch einstellen. Da hätte man auch wieder mehr Leute. Jäger. Wo ist er dann? Jagdhütte. Ausschalten. Zwei Leute. Ist jetzt nicht die Welt, aber naja. Wurde ersetzt. Wir brauchen wieder Spezialisten. Die Leute schreiben uns schon wieder weg. Oder immer noch. So, wir brauchen eins, zwei Spezialisten. Und einen Haufen Handwerker. Kostet auch wieder Eisen. So, wir gucken hier. So, jetzt ist es angekommen. Bronzebarren könnte man jetzt auch noch nachschieben hier für das Gebäude. 7 pro Tag, hier sind es 5, ne? Ja. Und hier fehlt sogar noch ein Mitarbeiter. So. Muss ich jetzt neu anpillen, oder? Es sind trotzdem nur 7, okay. So, ein paar Leute mehr im Einsatz, egal. Bronzebarren würden wir hier bekommen, sobald wir das ausgebaut haben. Und so weiter und so fort. So, Mine. Könnten wir auch erforschen. Also ich glaube, vielleicht wird das noch was. Wir haben ja ein bisschen Zeit, ne? 4 Jahre. Könnte gut gehen. Aber bevor das jetzt alles zu viel wird, Leute, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt an den Support, wenn euch die Folge gefallen hat.
oder ihr selbst Tipps in die Kommentare schreiben wollt, hilft mir, dem Algo, und hilft auch anderen, die das Video sehen. Also gerne unten reinschreiben, falls ihr Tipps und Tricks habt oder mit meinen Tipps und Tricks gar nicht einverstanden seid. Kann ja auch sein, vielleicht haben andere Leute andere Herangehensweisen oder eine Sicht darauf. Ansonsten ja, nochmals vielen Dank und ich wünsche euch einen schönen Tag. Morgen, Mittag, Abend, wie auch immer. Bis zum nächsten Video. Tschüssikowski. Ciao, ciao.